Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadowrun Hong Kong. Wir sind hier auf dem Sinking Ship und wollen eine Meuterei anzetteln. Habe ich das richtig überblicke? Stop the Red King, ja. Okay. Ja, da fahren wir mal an. We're taking the ship back, Yasmin. We need your help. Another mutiny? No, not me. Go to someone else. I saw what happened last time. Last time you didn't have me here. You're gonna kill the monster. We're gonna kill the monster that stole Malvina's voice. Yes, Jazz, whatever. You've got my word on that. Stairs has covered long and hard. Finally she acquiesces, whatever, with a nod. All right, Gobbit, I'm in. I'm terrified, but I'm in. No fighter, you know that. I keep the ship afloat, and that's about it. But I'll do what I can to help. You'll be okay, Jasmine, I promise. Alles wird gut, nicht wahr? Circle up with your brother. I'm sending everyone we can convince to help meet up with him in the sick room. He'll tell you what to do from there. Okay. Thanks again for your help. We're taking another run at the Rat King and we're gonna kill it this time. We could use your help. I want to help, I do, but I can't do much without supplies. I'll make you a deal. If you hook me up with some medical supplies, I'll join your mutiny. Die haben wir doch schon mitgegeben. Was willst du denn noch eins? Gibt ihnen den kleinen Finger und schon unseren ganzen Arm. Ja, okay. Also ich, ja, du stehst da immer noch in der großen Blutlache. Ich verstehe das Problem schon. Ja, gib mir ein Medkit. She gradually accepts the supplies that you offer. Deal is a deal and I have a debt to repay. When you make your move on the Red King, I'll be there to help. Good. Head to the quarantine area and meet up with Cadmus. I'll let you know what to do. I have a few things to take care of you first, but I will. I've got my word on that. Was wird sie hier aufwischen? Ist ja auch egal. You're back. Tell me why. We're taking the sinking ship back from the Red King. Will you help us? No, I'm afraid not. I'm a lover, not a fighter. Okay, können wir dir irgendwie ins Gemächt schießen oder so? Also, ist jetzt nur so eine spontane Idee. Können wir nicht. Ist mir ehrlich gesagt zu viel Geld für so einen Pfosten. Ich meine, wenn der ein Lover ist und kein Fighter, dann bezahle ich dem nicht 500 Nuyen dafür, dass er mich beim Fighten unterstützen soll. Ich würde ihm auch nicht 500 Nuyen geben, damit er mich beim Loven unterstützen soll. Das ist eine andere Sache. Aber also wenn er... Ne? Also... This is your way out of here. Don't you see that? Of course I do. I'm not a fool. Except I am. But fighting the Red King would also be a wonderful way for me to get myself killed. Ich meine, das ist ein guter Punkt. And I'm not keen to have that happen. Ja, und du bist ein NPC mit Namen. Ja, ich sehe, wo dein Problem liegt. Das ist, ja. Listen, if we can't rally enough support to make this mutiny happen, we are sinking the raft. Ah. Ja, I suppose that I don't have much choice then. Count me in. Okay, da haben wir ja schon mal einen sehr unsicheren Kantonisten. Was, das waren alle? Hier war doch noch einer. What do you need? Did the Red King's people do that to you? No, I got caught in the crossfire. The mutineers did this to me. Thought I was with the Red King. All I had wanted to do was get home. Instead, my right eye only sees double now. Can't hardly use my hands. Thanks for asking. Ich weiß nicht, auf wen das fragen soll. I know you're hurting, but there are other ways to help than fighting. Oh, I can fight. Don't you worry about that.
can't hit anything, but, well, might be the best if I waited a week or two, but even in the state I'm in, I can hold my own. I used to be damned good with a blade, paid a pretty penny to have one custom forged for me. That blade was a lovely thing, useful in and out of a fight. Out of a fight? Was hast du dann damit gemacht? Hast du damit gekuschelt? Das würde ich nicht machen. Das würde allerdings die Narben erklären. I always liked that. It wasn't just a weapon, it was a tool as well. And what happened to this blade of yours? Taken? Lost? I don't know. How about you, stranger? You handy with a blade? Nee, kein bisschen. Damn, any idea where it went? No, and even if I did, you think I'd tell a stranger where to find it? That blade was my most prized possession. If anyone's gonna find it, it's gonna be me. We're taking this raft back from the Red King. We need her help. You're all fools. The last two mutinies failed, and yours will too. Even if you did have a chance, it was Cadmus and his boys that did this to me. You think I'm gonna cozy up with them? Nee, glaube ich nicht. Aber Gonzo ist ein bisschen langsam, deswegen fragt er trotzdem. I'm sorry that they hurt you, but like you said, you got caught in a crossfire. People get hurt in those situations. It happens. Cadmus would never intentionally harm you. The Red King, on the other hand. I said, no, I'm not putting my neck out for anybody. I'm going to ride this thing out, and that's all there is to it. The Red King could have you killed in a moment's notice, and it's only a matter of time before it does. Can't you see that? You're hard of hearing? I said no, and that's final. I'm not laying my life on the line for you, or for Cadmus, or for anyone else. Wake up. You're living in a war zone. Not choosing a side would keep you safe. It'll get you killed. Stares at you with its good eye. You're right. I know that. I know it better than most. But can't just pick up and leave. Nobody can. The Red King won't let us. Then we'll have to kill the fucking thing, won't we? He stares at her with his good eye. It's subtle, but something in his expression changes, grows hard. Gott sei Dank nur in seiner Expression. You're a killer, girl. I do it for a living. We all do. Oh, duh. Then maybe you've got a chance. To hell with it, I'm in. When you make your move, I'll do what I can to help. You've made the right decision. Go to Cadmus and wait for a signal. Hurra! Können wir mit dir hier... The Red King has ruled here for long enough. We're taking it down and we could use your help. Mm-hmm. You get yourself killed even talking like that. You get me killed with you. Get the hell out of here right now. I won't take part in another damn mutiny. How does it help you for the Red King to stay in control? I want you not to talk. Okay. Bitte sehr, bitte sehr. Wenn du unbedingt sterben möchtest, Kind, können wir arrangieren. Okay, na gut, hat ja zum größten Teil funktioniert. Glad to have you on our side, Stranger. When the time on the mutiny comes, you can count me in, okay? Glaube, das waren dann alle, die wir hier finden konnten. We should go, hang in there, man. I ain't going nowhere. Bis, ja, du sollst ja auch nicht mit... Ach so, du... Ja, verstehe. Mhm.
Organized Mutiny. Okay, fehlt da noch irgendwo wer? Strange. Oder sollen die getrennt von uns angreifen? Ich dachte, dass wir da alle zusammen hingehen. Schauen wir mal. Trap Mechanism, den sollten wir vielleicht mal entschärfen. Following the grease pencil diagram, you locate a hunk of metal flooring with a slightly raised edge. Hooking your fingers under it, you lift to reveal a hidden access panel. That's a good sign. Follow Jasmine's instructions to disarm the trap. Yep. Trapdoors disarmed. Well, that was easy. Ach, eine Trapdoor ist das. Aha. That was easy. She beams at you. Go on, Fedel. You take the lead. You've earned it. Gee, thanks. Okay. Müssen wir jetzt nochmal mit ihm reden? Weil die anderen sind ja auch irgendwie alle noch nicht hier, ne? Nee. Okay, ich glaube, ich habe den Plan nicht ganz verstanden, den er davor hatte, aber gut. Alex auf Limits, okay. Na gut, schauen wir mal. Stepping into this room is like wading into a killing floor of a slaughterhouse. There isn't an inch of ground that isn't caked with spilled blood. The stench that floods into your nostrils is as overpowering as it is vile. It is the stench of rotten beef and stale vomit, of warm blood poured into a chemical toilet and left out in the sun to cook. The buzzing of flies in your ears helps bring you back to your senses. Blinking against the light, you see stacks of moldering trash piled nearly to the ceiling. The piles of dead bodies are stacked nearly as high. I think we found where the missing squatters went. Focus on the bodies. None of these people died cleanly, not a one. In one way or another, each carcass has been ripped apart. Some have been riddled with bullets, others have been sliced open with blades or shredded by chisel-like teeth. The end result is always the same. Another fresh corpse, its eyes frozen open in agony and surprise. Gobbled jaws drops open in horror. Her eyes move slowly from atrocity to atrocity, her cheeks draining of color. Beatrice, hey, no, not Simon, oh, Red, no, this. Gobbled grasped from way to finish her thoughts. She doesn't find one. Sorry, Gobbled, I know that these people were friends. A lot of them were, some I didn't know. They all deserve better than this. Red King is supposed to be down on this level. That means we're headed in the right direction. After seeing this, I don't think that this raft is worth saving. We should go back to my original plan, Seattle. Let us send this thing to the bottom. That's where it belongs. You can't do that, Gobbled. We've already told Cadmus that we're going to help him. He's been getting the other mutineers ready to fight. Okay. Not to evacuate. If we sink this thing now, they might not even make it off the boat. We'll tell them that we've changed our minds using the alarm system. They'll make it out. Trust me. Ah, oh, Kind. We made a promise, Gunner. Es ist nicht der Grund, es ist einfach nur, ich meine, das sieht nicht hübsch aus, aber wir haben doch schon erarbeitet, dass das dem Red King völlig egal sein dürfte, wenn das Ding hier sinkt. Der geht dann einfach woanders hin. Also, we made a promise, Corbett, I think that we should keep it. I think it's a stupid idea, Seattle, but if you really want to do this, was ist das hier alles? Okay. Ist die, okay, alternativer Plan. Then I'll help you get it done. At least this way I'll get to look the Red King in the eye when I kill it. Damn right. Okay. Was sagt eigentlich Ratte zu dem Red King? Also ist Ratte auch auf Seite von dem Red King? Weil ich meine, weil der Red King ist ja, ne? Red King eben und... würde mich mal interessieren, was Ratte dazu sagt. If we're going to do this, we need to find Malvina's old cabin. It should be west of here. Got it?
I have to get the shiny object away from the Red King if we want to kill it. That's probably going to be tricky. I don't think that she'll just let me saunter up and take it. If she did, this wouldn't be any fun. Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Moment ist, hier irgendwie deinen nicht besonders gut ausgeprägten Sinn für Humor unter Beweis stellen zu wollen. We do tricky things every day. Das ist einfach. You've stolen the shiny object twice already. Third time's the charm, right? Yeah, three makes a list. Alright, let's do this. Okay. Okay, ich glaube, das fassen wir da mal besser nicht an, ne? Oder? Step away. Das ist für die, für das, wenn wir es versenken wollen, ne? Warum ist das eigentlich ausgegraut? Und warum ist das anders ausgegraut? Also das ist anders, das ist dunkler als das, weil das, weil es optional ist? Ja, könnte sein. Oh. Okay. Okay. Gut, das ist alles gut hier. Also, ne, dann schauen wir mal. Expect heavy resistance, würde ich sagen. Okay. Na? Spiel? Hier vielleicht? Nee, keiner da. Sehr gut. Oh, fuck. Die kommen natürlich... Ach, das ist sowas von unfair. Okay. Okay, du hast doch hier... Wieso hast du das zweimal? Das hast du einfach zweimal. Okay, whatever. Hier ist, das ist eine... Die ist ein Problem. Du irgendwo hin, wo du nicht wirklich. All lingering area affected damages the HP and AP of anyone passing through it. Fetish consumed when used. Was ist das hier? Mhm. Wir brauchen irgendwas, was Area of Effect macht. Also ich meine, wir können ja schon mal mit dir anfangen, wenn du mit dem Ding hier schießt. Okay. Die sind schon ziemlich angegriffen, also könnten wir dich hasten, dann könntest du noch mal eine Aktion machen. Ja, machen wir das. Sehr gut, das war wichtig.
Okay, das war auch gut. Ist das Ding tot? Das Ding ist tot, sehr gut. Sehr gut. Okay, diese Dinger sind wirklich unangenehm. Was allerdings hauptsächlich daran liegt, dass sie immer genau da erscheinen, wo wir sind und uns quasi sofort angreifen. Fast wie in den alten Spielen, wo mich das so genervt hat, dass wir keine Reaktionsmöglichkeiten hatten. Na gut, gucken wir mal hier rein. Da ist was. Das wollen wir nicht, aber das wollen wir. Wahrscheinlich. Okay, das klingt gut. Das können wir brauchen. Hello? This door is heavy. It could easily be barred to prevent outside intrusion, but instead it stands ajar. It's almost as if it's inviting you in. Okay, Spiel, das ist ein sehr netter Hinweis. That's Malvina's old cabin. Danke. Okay, gut, das ist jetzt weniger subtil. The seat of power for the sinking ship. That's where the Red King is gonna be. Once we go in there, we're gonna to be in this. There's no changing our minds after we pick the fight with that thing. What a second, are we doing this or not? Nope. Wir haben hier noch andere Sachen zu erledigen. Zumindest andere Türen, die noch nicht offen sind. Eine, um genau zu sein. Okay. Charges and Charges. Das ist aber sehr hell erleuchtet hier. Okay. Talk? Mit wem? An old relay switchbox hangs off the wall. The plastic exterior of the case is broken in numerous places and a jumble of wires spill out the cracks. This must be the shipboard alert system or what's left of it. Your eyes are drawn to a large lever marked alarm. You're scuttling the raft. Haben wir nicht vor, pull the lever twice to see... Ah ja, ich erinnere mich. Stimmt, wir hatten... ich bin genauso doof wie Gonzo. Das ist gut zu wissen. Wir hatten ja ein Signal abgemacht. Das oh, jetzt wäre ich erst seit gestern Shadow, aber herrlich. Oh Gott. Will is lever twice to signal that Cat must should start his mutiny. Minus 2 HP, das ist aber nicht gut. Moments later distance sound of gunshots, filter down from above. Da oben war doch keiner mehr. Aber naja, vielleicht haben sie noch Ratten gefunden. Okay. Okay, ich nehme an, hier geht's jetzt gleich zur Sache. Okay. Enter. Hallo? The thing that looms over you is horrifying. Ich kann's kaum sehen, weil es hier am... A twisted amalgamation of a woman and swarm. Knotted and tied together into a single hole. Oh! Ja. Okay. Many as one. Ja, ich weiß. Many as one ist natürlich... Ist ja keine physikalische Entität. Also physische meine ich. Ist ja nur... Ne, ist ja... Hive Mind. Das ist ja hier tatsächlich physisch Hive. Also, okay, the creatures... Gobbit.
The creature's voice is unnerving. A thousand rumbling voices. Kann ich jetzt nicht nachmachen. All interwoven and laid over the top of Malvinas crisp, cultured speech. You have returned to us, little mouse. Ich nehme an, für eine Ratte ist die Bezeichnung Maus eine Beleidigung, oder? You, the instigator of our own ascendancy. The Red King shifts its gaze to a nearby altar. A gleaming red stone has been ensconced within the keystone, the source of our unity. The font of power that makes us strong. Ja, ja, your gift to us, little mouse. You gave us what we needed to bring this wrath to order. Gobbit nose crinkles in revulsion. On your shoulders, madness and folly chitter and shriek. Save me the speech, Malvina, or whatever you are. I'm not here to talk. The new body isn't doing you any favors, by the way. You look like a furry tree stump. Okay. The creature leans forward into the light. A fine featured face with high cheekbones and piercing eyes stares down at you. The carpet of living vermin that bury the rest of Malvina's head, neck, struggle and shriek. Our new body is beauty itself, unity of biology and unity of purpose. Whatever. Marina, what happened to you? Das wollen wir mal nicht so tun, als würden wir sie kennen, und noch viel weniger wollen wir so tun, als würde es uns in irgendeiner Form interessieren. What you are is a monster and a foul one at that. Ja, sagen wir lieber nix. Das ist bei Gonzo immer die beste Wahl. Wenn er die Möglichkeit hat, die Klappe zu halten, sollte er die Klappe halten. What you are is an idiot. You saw that Tsui let loose with a shiny object and you decided to keep using it anyway. If that isn't stupid, I don't know what is. The thing's voice grows to a roar and you hear other sounds folded into it. The cacophonous, gibbering babble of things gone mad. We are order out of chaos, the death of entropy. A glorious unit. Okay, du bist wirklich ein Idiot. Death of entropy. Thermodynamik haben wir dann erst, egal. Was wissen Ratten schon von Thermodynamik? Oh, fuck this. We are here to kill this thing, not let it talk us to death. Das ist ein guter Punkt. Oh. Natürlich! Aha, das ist immer das Gleiche. Okay, ich nehme an, du wirst nicht der Einzige sein, gegen den wir hier kämpfen. Haben wir hier irgendwelche Leylinien, Dragon-Dings? Haben wir nicht. Könntest nach da. Oh Gott, so könnt ihr ja mal versuchen. Wie wär's denn mit einem Headshot? Ne, wie wär's denn hier mit einem Headshot? Bis zu nah dran für. Damage 10. Probier das mal. Naja, so richtig gut war das nicht. Oh, doch, da haben wir was. Sehr gut. Aber da hast du nirgendwo Deckung. Da haben wir auch was. Okay. Wow. Red Swarm, das ist aber nicht schön. Enemy Turn, wo, wer, wann, wie, warum?
Wenn wir dich hasten, kriegst du dann einen Punkt dazu oder bleibt das? Ne, solange du da stehst. Oh! Oh! I show you pain, okay? That's a shiny object. She must be feeding. What? Nein, jetzt geht das wieder los. Alle auf Gott so. Ja, ja, du auch, come on. Okay, ihr bewegt euch, das ist gut. So, Gonzo muss da mal ganz schnell weg. Was zur Hölle ist das? Magical Shield, ist das nötig? Okay, du geh mal nach da. Line of Sight Block, das ist nicht hilfreich. Da sind auch zwei, oder? Sind beide Line of Sight blocked? Okay. Ah, da müssen wir, okay. Da müssen wir hin, so wie es aussieht. Gut. Immune. Ach du, ja, okay. Mhm. Hitpoints. Oh, hat genau gereicht. Sehr gut. Die sind ganz schön groß, die Dinger. Okay, Gonzo ist gleich hin. Naja, wir haben ja unsere Dings-Kits. Probieren wir mal, was passiert, wenn wir das nehmen, ne? The Red King shrieks. The Scobbit lifts the shining object in her hands. In its voice you can hear the echoes of 1,000 inhuman beings. This is interesting. She hugs the shining object to her chest, her bare hands caressing the stone. I can feel Mervina's control over the rats. It's like 1,000 strings connecting her to them. And it feels like... Yeah... One of the Red King's servitors snudders in place. Slowly, seemingly against its own will, it lifts its head to stare at you. I can tug at those strings. Okay. Mervina's cultured voice is overtaken by the inhuman roars of the other things that share her body. We will rend you all to pieces, tear your flesh to shreds. Yeah, yeah. A goblet answers back, creating the shiny object like a newborn baby. She begins to laugh. Buy me a little time, Seattle. I'm still getting used to this thing, but if you give me a minute or two, those demon rats will be mine. I can do that. Behaupte ich jetzt erstmal. Was ist mit dir los? Oh,
Okay. Okay, Ach, come on! Gut. Gut. Oh, die machen nichts. Das finde ich super. Benutze das mal. So, mit dem Headshot wirst du ja wohl treffen. Na, also. Oh, shit, da ist noch so ein Ding. Dafür nehmen wir jetzt aber unseren Laser. Very nice. Du lädst mal nach. Kommst du da hin mit deinem, mit deiner... Probier's. Okay, triffst du ja die eigenen Leute. Ja, nur sei nicht sauer, Gobbit. Oh, das ist aber nicht gut. Die eine Ratte da. Okay. What? Hey, Marvino, I've got something of yours. Okay, ist das jetzt unseres? Oh, die ist jetzt unser. Hättest du mir das mal nicht sagen können, dann hätte ich nicht auf das Ding geschossen. Ach, Mensch. So, können wir jetzt wieder. Oh, jetzt können wir wieder auf. Cheffe schießen hier. Dann machen wir das doch mal. Nice. Very nice. On fire? Das war aber nicht ganz so, oder? So, was kann das Ding denn? Noxus Breath. Oh. Ja, mach das doch mal. Triffst nicht, du dummes Vieh. Hier hast du Deckung, hast du hier Deckung? Oh, schon. Ja, hier hast du Deckung, okay. Dann mach mal. Haste auf dich. Nice. Okay, Gonzo, bitte nochmal einen guten Wirkungstreffer. Das ist kein Wirkungstreffer, Gonzo. Okay, na immerhin. Dass man nicht genau da getroffen, wo du treffen solltest, aber. Wow, very nice. Very nice. Okay, du kannst nicht mehr viel machen. Dann machen wir jetzt mal einen Headshot. In the head. The Red King's body shudders and convulses. As you watch the living carpet of devil rats that forms the majority of its bulk begins to writhe. Writhe, whatever. Marvina opens her mouth to speak, but you never know what she was going to say. The only sound that escapes from her throat is a long, ragged scream. With a dawning horror, you come to realize what you're looking at. The devil rats that surround Marvina are turning inward. Oh, gut. She's being eaten alive.
Ja, das sind halt so die Nebenwirkungen, nicht wahr? Gobbled stares dead-eyed at her former friend as the swarm that is bound to her rips her. To her rips her body apart. Black blood pours in rivers to the aluminum-lined floor. Hui. Come on, Gobbled, let's get the hell out of here. Wieso? Was, wollen wir hier nicht erstmal gucken, was hier noch ist? Außerdem haben wir hier noch so ein Rattending. Whatever. You go if you want to, I'm watching this. Achso. I owe Malvina this much, okay? The ghastly feast unfolding before you continues long after Malvina's screams have died away. Finally satisfied, Gobbled nods to you. Okay, hast du dir die Mahlzeit, die Rattenmahlzeit angeguckt? The raft is ours, it's over. PDA buzzes. She glances down at it, then turns the screen to so that you can see. Cadmus' grim visage fills the screen. I don't know what you just did, but whatever it was, it worked. Those rat things turned on Malvina's loyalists. And when they got done eating them, they start eating each other. Ja, sind halt Ratten, ne? Als ehemaliger Hilfsrattenfänger weiß ich das natürlich, dass man eigentlich nur eine Ratte, also im Prinzip, es reicht, eine Ratte zu vergiften, weil die anderen dann die Leiche auffressen und auch vergiftet werden und ist ja auch egal. Das muss uns jetzt nicht weiter interessieren. Der startet, ja. Gobbled stares down the shiny object that she holds clutched in her hands. Yeah, I know, I told them to, right after I did the same to the Red King. Navina's dead cat. We did good, Gobbled, you and your friends. We won. Come on up topside, the celebration is in order. No, cat, no celebrations and no milling around. You can keep this place, I'm done with it. Too many bad memories. And besides all of that, I've got a hell of a mess on your... You've got a hell of a mess on your hands. I'll be damned if I'm gonna help clean it up. You've always helped us clean up, Gobbled. We'll always owe you for that. Yeah, well, let's not make a big thing out of it. Goodbye, cat, and good luck. Whatever. Captain Yuma is still waiting for us outside. Ready to go home? Beyond ready. Was mit dem Ding da? She passes a shiny object from one hand to the other, scowling. And this stupid thing is taking a one-way trip to the bottom of the bay. So you don't want to sell it? Okay. You could hang on to it yourself if you wanted. Das war doch keine so gute Idee, wie wir gesehen haben. Was? Gott, so, hast du vergessen, was vor 12 Sekunden hier passiert ist? Was wir da gesehen haben? Das war nicht so. Good call. Come on, Seattle, let's go. Captain Jomo's speedboat carries you away from the sinking ship, now liberated from the tyranny of the Red King once and for all. The shiny object rests with Malvina's bones at the bottom of Hong Hong Bay. Wieso sind Malvina's Bones, die haben die da aufgegessen? Wieso sind die, ich nehme an, das ist, haben sie so versucht zu formulieren, dass es für beide Fälle, auch wenn wir das Schiff versenken, gilt. Was nicht ganz funktioniert. Gobbled stares back at the raft as it recedes into the distance. Her expression is at once happy and sad. Isabel takes her hand and together they turn away. Hero grows closer, you're going home. Spiel. Es ist immer so ein Würfelwurf, ob das Spiel abstürzt oder nicht. In diesen Situationen habe ich den Eindruck. Come again, okay. Wunderbar. Ja, dann haben wir ja die das Sinking Ship erledigt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Shadowrun Hongkong. Bis dahin. Tschüss.